Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde. Ich bin immer noch mal im Projekt, einfach nur Elite-Einheiten zu bauen, damit die Steuerung für mich, ne, spielbar ist. Also ich kann es ja nicht steuern sonst, das sind einfach zu viele Einheiten. Und das ist jetzt meine zweite Runde. Mal gucken. Aber es ist echt Chaotik-Mode. Also wenn das ein anderer Game-Mode wäre, dann wäre ich ja fast zufrieden damit. Das wäre so viel schöner. Mal sehen, vielleicht patcht er das ja die Tage. Hat ja schon angekündigt, dass er auf jeden Fall was ändern will. So, was machen wir denn Schönes? Dann machen wir wieder Speed, ne? Ich setze auf diese Super Elite-Einheiten und denke, dann kann ich die mit einem Beacon gezielt mit Speed an den Gegner bringen. Giant hat der Kamerad. So, jetzt habe ich aus dem Spiel von eben gelernt, hoffe ich. Nicht zu weit vorne aufstellen, damit ich auch genug Platz habe, um meine Einheiten auszuspielen. So, sonst stellen wir nur so einen kleinen Tankschirm hin. Die Wespe. Packen wir dazu. Let's go. Ich habe jetzt nur eine Handvoll Spiele zugeguckt, vielleicht so 10 Stück oder so. Ne, und dann irgendwie so zwei, drei da gespielt. Und mein Eindruck ist, dass alle im Moment auf Strategien verzichten und oder nur eine Strategie fahren, halt irgendwie Kleinvieh hinpacken oder Allrounder. Und dann auf diese Spawn-Karten warten. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und dann eben auf große Einheiten in aller Regel gehen. Nicht unbedingt bei den Spawn-Karten, sondern die zwischendurch auch gerne kaufen. Kommt drauf an, wie die Lage dann gerade war. Das ist eigentlich so ein Ding, das müssten wir mit Satelliten oder Artillerie beantworten. Ich kann ja gleich mal da Artillerie hinstellen. Da sind so geile Targets. Was hat er denn gewählt? Da sein, genau. Ich nehme den Arbeitern, den Panzern viel Arbeit weg, wenn ich Adler jetzt aufstelle, glaube ich. Wird ja nicht als Spawnkarte kommen. Ist der Tooltip anders geworden? Das klingt fast so, als ob jede Runde um einsteigen würde, aber das meinen die ja nicht. Ja, nochmal mehr Speed drauf geben für unser super Vieh, was gleich kommt. Wahrscheinlich wird sogar ein Rhino oder sowas. So. Und dann nochmal einen Freund für die Artillerie dabei packen. Machen wir auch nacheinander rein donnern. Rakete. Gut gedodged, nicht ein Crawler hat es erwischt aus der zweiten Reihe. Die Frage, ob es jetzt hart gelohnt hat, aber zwei Salven sind daneben gegangen. Hätten wahrscheinlich trotzdem weiter hinten hinstellen können, hätte ich mehr von gehabt. Ja, es gibt auf die Nase, ich sehe das schon kommen. Das Ding ist ja gleich, ich hole jetzt gleich den Rhino, der wahrscheinlich droppt, und dann stelle ich ihn dahin, dann tut er eine Runde gewinnen und dann wird er gehackt oder von irgendeiner Luft abgeknallt oder so. Oder im Laser. Das wird, glaube ich, kein angenehmes Spiel. Das Problem ist halt, dass die Elite-Einheiten massiven Nachteil im Spiel haben, unter Umständen, weil jeder mit vielleicht die ersten Runden gewinnt, aber keine Lebenspunkte Schaden macht. So, Marksman, den nehmen wir. Kriegst du jetzt das Item. Und, ich habe keine Elite da drin. Oh, ich wollte ja über Elite spielen. Ich muss mein Ding natürlich dann umbauen auf den Blödsinn. Damit er über die ganze Map schießt und solche Geschichten. Das, ja, also ohne Elite bringt das natürlich jetzt herzlich wenig, weil ich da habe. Kann ich dich one-shotten? Was machst du denn? 26.000 Schaden. Ist vielleicht zu riskant, den da vorne hinzustellen. Aber jetzt wird der Kampf halt ausbrechen über die rechte Hälfte hier. Wie viel Leben hast du denn? Was habe ich denn da für einen Blödsinn drin? Wurde das resettet? Habe ich doch niemals reingepackt, den Doppelschuss. Na gut. Also, wie wäre es mit der Schrotflintenoption, uns das sault, ne? Mit dem Speed-Item, alles wäre jetzt sehr episch gewesen. Ist er aber jetzt leider nicht.
Also da kriege ich jetzt herzlich wenig draus, unglücklicherweise. Sehr unschön. Hat sich auch den Super Sniper geholt, in der kleineren Fassung als ich, weil ich ein Item habe und Range. Ja, aber wie gesagt, also ich muss das nachher mal umbauen. Ich habe meine Armee ja noch auf sinnvoll stehen. Also, trotzdem, Two Shot tot. Ja, schon witzig. Aber auf Elite hätte das vielleicht sogar von da hinten schon gemacht, ne? Also 8 Level Elite, was kriegt man denn pro Elite? 20 Reichweite oder was ist das? Also er hätte wahrscheinlich über die ganze Map geschossen. Da wäre alles First Shot gewesen, sogar Headquarter unter Umständen. Also ich hätte mal sogar Assault Elite spielen können und dann BAM kommt hier die Schrotflinte an von da hinten. Aber es ist natürlich alles Troll, ne? In echten Spielen würde das ja nie passieren, sowas. Trotzdem habe ich jetzt einen extrem starken Feuersupport von hinten, ne? Der einfach alles wegholt, alles mit einem Schuss. Ich muss nur Kleinvieh jetzt räumen. Das ist alles, was ich möchte. Ja, Redeployment, um den zu beschützen, wenn irgendwas passiert. Immer drauf. Level lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss nur Kleinvieh wegmachen und selber für ihn halt tanken. Artillerie steht ja schon da. Genau, da machen wir jetzt ein paar Panzer dazu. Kriege ich auch einen Rage dabei. Der muss halt um jeden Preis beschützt werden, der Marksman. Das sind die Bodyguards jetzt von dem. Um jeden Preis muss der beschützt werden. Um jeden Preis. Okay. Die Frage, ob die linke Seite noch beachten muss. Da fahren wir auch nochmal schnell einen durch. Ist Danzer Flammenwerfer ja tot, oder? Und jetzt das Kleinvieh weg, dass wir direkt mit dem Marksman reinballern können. Da ist der Modelltank. Feuerraketen. Oh, schade, schieße ich doch noch da drauf. Schuss. Bam. Und wieder tot. Aber das Feuer ist natürlich unangenehm, wo ich jetzt hier drin stehe. Ja, ich kann das Spiel so in die eine Einheit drehen. Das war ja meine Strategie auch, ne? Damit ich das ein bisschen steuern kann, das Ganze. Zack. Er tötet einfach alles. Hat nur einen Wert von 500 angeblich, aber es ist halt trotzdem, ne? Diese epische Einheit. Ja, jetzt müssen wir die Raketen halt jede Runde irgendwie, also Feuer abfangen, also mit irgendeinem Schild, ne? Er hat ja auch jetzt den dicken Marksman da, von da, wenn ich da jetzt eine klassische Schildeinheit hinstelle oder ein Schild, wird das jede Runde teuer. Aber es muss, glaube ich, ein respawnendes Schild sein, sonst kann ich mir das nicht leisten. Also ein Feuer ist ja durchaus ein Problem. Ja, die Feuerraketen, ich glaube, ich kann die nach rechts lenken. Hier vorne hin. Das ist ja näher, und dann müssen die hier rechts hingehen statt da unten. Da habe ich die erste Salve schon mal abgefangen. Das ist ja eigentlich schon mal viel, viel wert. Ich kann ihn jetzt auch jede Runde umstellen, ne? Feuersupporter der Front jetzt. Gucken, wenn da wieder einer auftaucht. Okay. Ja, ansonsten mal das Headquarter hier drüben buffen, falls da irgendwas passiert. Und eine mehr Range ausgeben und noch für Schutz zu haben. Upsala, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay. Mir geht das Feuer in die richtige Richtung und ich habe schon eingeloggt mit dem Marksman. Der muss ich jetzt trotzdem mal, vielleicht mache ich doch einen Doppelschuss gleich, dann bam bam, buff, bam bam, buff. Ja, War Factory. Wer kennt das nicht, wenn der Marksman den War Factory wegholt? Fast 200.000 Schaden gemacht.
Ist das ein Trollspiel? Und das Feuer sorgt dafür, dass Modelltanks hoffentlich alle schnell sterben. Okay. Eine Einheit, um sie zu knechten. Oder wie hieß das nochmal in dem Buch? Okay. 200.000 Schaden. Ich wünschte trotzdem, ich hätte Elite jetzt da drin, ne? Das wäre so geil von der Reichweite. Ja, aber ich mache aber keinen Schaden trotz meiner Siege, ne? Weil, also, es ist halt ein Marksman. Wenn man einen neuen Marksman macht, er keine Lebenspunkte Schaden. Das könnte jetzt ewig lange gehen, das Spiel. Aber er verliert an Economy zumindest, der Gegner. So, Javelin, ja, das ist ein bisschen tricky. Also, der will auf jeden Fall die Dinger spawnen jetzt jede Runde, ne? Ja, kein Redeployment, also machen wir auf jeden Fall einen Javelin. Und holen die ganze Elite-Armee weg. Der bewegt sich aber, ne? Ich darf doch nicht zu greedy sein, also ich muss den auf jeden Fall erwischen. Genau. Wie gesagt, eine super Position, aber wenn der Javelin diese Runde kommt, das ist ein bisschen risky. Da muss ich leider von hinten ranlaufen. Ich bin ja schnell am Laufen, ne? Also das kann ich jetzt einfach mal eine Runde machen. Puh. Ja, ansonsten Raketenabwehr. Das ist für den ja sehr teuer hier, ne, bei dem Ding. Und da wäre ich gewillt, jetzt einfach den Raketenspam dabei zu packen. In Hoffnung, dass ich da diese Warp Factory direkt ausmache. Ich kann mir auch vorstellen, dass er jetzt links eine spielt. Und das wäre natürlich auch sehr unschön, muss man sagen. Auch noch ein Marksman dabei. Einfach, oder? Weil ich hier dann schon hab, die Dinger. Dann kann man gleich nochmal ein Upgrade ausgeben. Die Frage, ob es jetzt lohnt, einen Doppelschuss zu machen. Aber ja, ich will da ja schon durch. Der alles tötet. Ja, aber ich sehe schon die Katastrophe hier sich anbahnen. Macht die jetzt Tanky die Freunde? Zumindest gehen die Feuerraketen alle in keine Linien jetzt jede Runde. Ich kann gleich mal gucken, dass ich auch hier eine Feuerrakete rauslocke für die anderen Sachen. Muss gleich mal gucken, wie die laufen, ob ich das steuern kann. So, wir haben jetzt hier einen Doppelschuss. Da gehen die Steeboards nicht so geil, aber gleich gegen Giedinger geht's los. Jetzt müsste mit dem Doppelschuss gleich Schaden kommen. Jetzt. Abam. Bam bam. Zack. Und nochmal. Bam bam. Und tot. Ist das ein Trollspiel? Ah, der brennt sich selber. Der geht da gerade rein. Nice. Jetzt nochmal ein Doppelschuss. Bam bam. Nein, Headquarter. Ich habe Gott sei Dank ein Upgrade, aber lange hält das nicht, aber lange genug. Okay, 300.000 Schaden mit dem Marksman Level 9. Wie gesagt, ich mache nur keinen Schaden in den Lebenspunkten, aber achso, es geht noch weiter. Immerhin kriege ich jede Runde ein bisschen Geld. Fast 400.000 Schaden gemacht. Blödes Spiel. Ihr seid als Trollmode hätte ich auch kein Problem damit. Das darf halt nur nicht Standard sein. Okay. Kriege ich den gehackt, den Gegner? Mit dem Bam Bam? Lass das mal machen. So, mit dem Feuer ablenken. Lass mal steuern gerade, dass es das in eine andere Richtung vielleicht geht. Hier vielleicht ein Feuer reinlenken, nach oben. Dann zumindest der Ding schon mal weg. Ich weiß es nicht. Ich lenke mal ein Feuer in die Mitte. Also klar, jetzt machen wir den natürlich nach vorne, ne? Dass wir den jetzt hier wieder anschießen. Die Hacker. Da geht es mir nur um die Schilde jetzt. Falls irgendwie ein Troll von der Seite kommt. Ja, so dicht beisammen stehen könnte natürlich gefährlich werden für mich jetzt hier. Da müssen wir von hinten da rankommen, ne? Irgendwie da reinquetschen. Ich habe 600 Punkte über. Oh, dann Reichweite. Ich komme, ja, ist halt ein typisches Spiel. Ne? Ich komme nicht nach mit dem Klicken. Ich muss halt 6 Hacker aufstellen. Deswegen kam ich natürlich nicht hinterher und habe jetzt einfach Mist vergeben. Also Reichweite für die Panzer war sicher nicht kosteneffizient. Naja, so ist das manchmal. Muss mein Marksman da. Geht eigentlich nur um den Marksman, der den supporte. Tag tot. Marksman hat geschossen. 200.000 Schaden.
In den Links kriege ich fast gehackt. Oh, die Rakete, das Feuer. Oh, da hat Millimeter gefehlt. Also rechts wird natürlich nicht klappen. Mit so einem Markman werde ich nichts hacken. Ne? Da geht es nur um die Schilde. Also da sinnvoll hacke, halte ich für unwahrscheinlich. Meine Hacker werden gehackt. Ah, ich habe wieder eingeloggt auf den nächsten. Wo sind wir diesmal? Fast 400.000 Schaden. Das wird aber, glaube ich, keine gute Runde, oder? Also die dicken Dinger sind zumindest weg. Gucken wir mal, ob wir neue Rekorde schaffen. 1,2 Millionen Gesamtschaden hat er schon. Also der Marx werden, der ist auf jeden Fall ein Problem für den Gegner, ein kleines. Das ist ein dummes Spiel, ey. So, jetzt geht's los. Ja, Spam zum Ablenken, hätte ich jetzt gesagt. Kann er mir jetzt Phoenix in das Dings packen? 5 Scorpions. Die werden ja alle gehackt. Ich brauche halt irgendwie einen Spam an der Front. Unglücklicherweise kommt kein richtiger Boden-Spam und die Scorpions kann er ja hacken, ne? Ich hätte gerne einen Bodenspam gehabt. Jetzt geht es wieder mit der Steuerung los. Einer von hinten, man weiß ja nicht. Und einer von links, was da passiert. Ach, der hat gar keinen Javelin. Der hat nur diesen normalen Missile. Ich könnte schwören, der hätte eben Javelin gehabt. So kann man sich vertun. Ja, das Beste ist wahrscheinlich, jetzt Steeballs dabei zu kaufen. Die platzen. Wobei, wenn er die hackt, ist das ein Eigentor, ne? Gucken wir, ob wir die irgendwie reingequetscht kriegen. Schilde verbessern. Reichweiten-Hack. Passt nicht mehr rein. Ich habe keine Zeit! Oh Mann, es ist zeitlich unmöglich zu spielen. Die tanken jetzt zumindest ewig lange gegen den Marksman von ihm da vorne, ne? Hat er sonst nicht viel Luftabwehr am Boden. Ich habe eingeloggt und ich habe die War Factory gehackt. Mein. Jetzt Headquarter gesniped von oben. Ja, der Marksman von ihm ist auf jeden Fall beschäftigt eine Zeit lang. Ob ich die gehackt kriege, ich glaube nicht, dass er erst tot. Gucken, was wir rechts noch alles bekommen. Ja, Flammenwerfer haben wir noch bekommen. Leider direkt tot. Ich glaube, ich habe verloren. Ich gewinne halt jede Runde, aber mache keinen Schaden in Lebenspunkten, weil es halt ein Level 9 ist. Ne? Und jetzt habe ich die ganzen War Factories. Also das wird jetzt wehtun. Aber ich kriege zumindest ein bisschen Bonusgeld. Aber ich kann das nicht mehr steuern. Ne? Also in diesem Clusterfuck jetzt irgendwie die Einheit systematisch aufleveln, verteilen, Abilities vergeben. Also ich halte das für ausgeschlossen. Also für mich ist das unsteuerbar. Ich habe eh verloren. Alle Runden gewonnen und das Spiel verloren. Nice. Ja, ja, so ist das. Also... ist sicher witzig, wie gesagt, aber das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Mechabellum zu tun, weswegen ich das spielen wollte. Gar nichts hat es damit zu tun, leider. Aber ja, wenn es ein extra Trollmodus wäre, wäre es halt nice gewesen. Das ist das Einzige, was der Entwickler machen muss, damit die Leute halt nicht mehr sich aufregen darüber. Ne? Das einfach als einen zweiten Game-Mode wie 2 gegen 2 anzubieten. Klar wird die Community dann klein gehackt, ne? In kleine Scheibchen. Also wir haben dann 2 gegen 2, 1 gegen 1, dann Custom Games, dann dieses Ranking, dann haben wir Zuschauen und FFA kommt ja auch noch. Ne? Und dann spielt keiner mehr Automatch, dann sind wir da stundenlang in der Suche. Aber wenn er darauf besteht, das Ding da reinzuzwängen in sein Spiel, dann muss es doch nicht von anderen Game-Modus sein. Egal, Marksman auf jeden Fall. Ja, ich müsste jetzt alles auf Elite umstellen, damit das funktioniert. Ich mache das mal gerade. Und dann muss ich mal gucken, ob ich heute Abend nochmal Lust finde, das ist so ein Blödsinn. Also das kann man halt auch nur sehr begrenzt spielen, sowas. Also ich zumindest. Ne? Ich spiele sowas, weil ich ganz gerne ernsthaft spiele. Genau, die spielen wir ja alle über Elite dann nachher. Quick Reload wäre natürlich auch gut gewesen. Ja, Luft braucht man wahrscheinlich dann nicht. Also kann man alles gebrauchen. Aber ich mache das dann so. Was hätte ich denn dann bekommen eben? 8 Reichweite. 9 mal 8, 72 mehr Reichweite drauf. Was immer noch okay. Das wäre ja über die gesamte Map gewesen. Elite, was kann man denn hier vergeben? Also eigentlich skaliert ja auch Panzerung, ne? Hier unten. Damit. Also wenn der, sagen wir mal, auf Level 9 kommt, dann nimmt er 500 weniger Schaden. 540 oder was ist das dann, ne?
Also vielleicht wäre sogar das, um den super tanky zu machen, und gewisse Leute machen dann null Schaden an dem. Wo die Regeneration wahrscheinlich ultimativ bei dem ist. Obwohl, das zerstört dann alles am Boden, wenn er explodiert. Das sollte man auch drin lassen. Braucht man den Wirbel? Wahrscheinlich wird er jede Runde gestoppt. Also man braucht wahrscheinlich das hier. Ich befürchte, dass das Umstellen langfristig mir alles kaputt macht. Elite-Wespen gibt es auch, ne? Ja. Ignite, Luftabwehr. Obwohl da auch der Bodenangriff vielleicht nice wäre. Ja, jetzt, wie gesagt, muss man alles umstellen. Hier natürlich dann auch Elite. Ja, glaube ich, keine Elite. Hier bräuchte man wahrscheinlich den Double-Schuss mit dem Toxic, damit man eben diese Elite-Dinger rausnimmt. Das tötet ja im Prinzip alles, was existiert auf der Map. Glaube ich, keine Elite. Ist die Frage, ob hier Multistrahl sich dann lohnt. Das müsste man testen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und den auch auf Elite, ne? Ich weiß es nicht. Bei dem macht ja Reichweite eigentlich fast gar nichts aus, muss man leider sagen. Und der Rocket Punch, der geht ja mit Level. Also da kann ich dann auch Leute one-shotten unter Umständen. Der würde ich jetzt erstmal nicht umstellen wollen. PK-Manöver, das Spielfeld ist ja voll. Ihr könnt kein PK-Manöver machen im vollen Spielfeld. Das geht nicht. Hier kann man ja auch Field Maintenance machen, wenn die auf hohem Level kommen. Genau. Hattest du Elite? Weiß gar nicht, ob man die überhaupt bekommen kann in so einem Ding. Ja, das muss ich mir nochmal in Ruhe irgendwann angucken, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Genau, aber so ungefähr werde ich jetzt versuchen. Mal sehen, wo die Reise hingeht. So, ich wäre weg. Ciao, ciao.